Ja, wozu braucht man ein Bankkonto in Georgien? Ich habe jetzt hier eine Kreditkarte von der TDC, habe aber auch von der Bank of Georgia ein Privatkonto, weil ich einmal dort war und beide Banken aufgemacht habe. Wenn ich jetzt sage, du brauchst unbedingt ein Bankkonto in Georgien, wirst du dich fragen, hey, warum zur Hölle brauche ich jetzt in Georgien unbedingt ein Bankkonto? Und dazu kurz dieses kleine Video, weil wenn du Unternehmer bist, willst du dich auf jeden Fall breiter aufstellen. Du bist nicht ein klassischer 9-to-5-Unternehmer, der bei der Sparkasse nur ein Konto hat, sondern du musst dich auf gewisse Zeiten vorbereiten. Und es können verschiedene Fälle immer in deinem Leben eintreten. Ich meine, wir leben alle irgendwie 70, 80, 90 Jahre lang und irgendwann wird es an einen Punkt kommen, wo dir sowas vielleicht sehr hilfreich sein kann. Dementsprechend möchte ich dir einmal kurz die Vorteile vorstellen und wie du es dann auch beantragen kannst. Ist es überhaupt legal, wirst du dich fragen, selbst wenn ich in Deutschland wohne noch und jetzt nicht so wie ich jetzt zum Beispiel auf Zypern oder so, ist es legal, in Georgien sein Geld zu haben? Ja, es ist legal, sobald du oder solange du dein verdientes Geld korrekt versteuerst in dem Land, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast, kannst du mit dem Geld privat machen, was du willst. Also kannst du das auch ins Ausland überweisen auf ein Konto. Wenn du es im Ausland vereinnahmst und dem deutschen Staat natürlich nicht mitteilst, dann hast du natürlich ein Problem. Also, das ist jetzt kein Aufruf zur Steuerhinterziehung, sondern versteuere einfach dein Vermögen privat korrekt und kannst natürlich aber dann auch in Georgien auf dem Bankkonto parken. Erster Tipp: Parke nie immer dein gesamtes Geld auf einem Konto. Versuche es immer aufzusplitten auf verschiedene Banken und auf verschiedene Länder, Jurisdiktionen. Das heißt, im Fall einer Krise, im Fall einer Bankenpleite, im Fall einer Länderkrise, im Fall einer Währungskrise hast du dein Portfolio ein bisschen breiter gestreut, ne? Also wenn in Deutschland eine Bankenkrise ist, hast du wenigstens im Ausland noch ein Konto, auf das du zugreifen kannst. Wenn irgendwas in der EU passiert, was alle EU-Länder betrifft, hast du ein Konto im EU-Ausland, was vielleicht davon nicht betroffen ist. Also, das ist erstmal so die Grundidee der Flaggentheorie, wie auch viele Leute das sagen immer. Man soll sich überall verschiedene Flaggen hinsetzen, wo es Sinn macht. Und Georgien macht für Bankkonto einfach unheimlich viel Sinn. Und zwar werde ich jetzt einfach die Punkte dir kurz vorlesen. Ich habe meinen Laptop und ein paar Notizen gemacht. Also, es ist ein Girokonto im Ausland, das heißt außerhalb der EU. Das heißt, in der EU gelten ja überall dieselben Gesetze. Also, das heißt, wenn du zum Beispiel insolvent gehst oder du hast eine Scheidung von deiner Frau hinter dir oder auch von deinem Mann, dann hast du außerhalb der EU ein Konto, worauf der Fiskus nicht zugreifen kann. Da ist Georgien sehr strikt. Das ist quasi dein Konto, das Geld gehört dir. Da kann jetzt kein Deutschland kommen und sagen, hey, der hat jetzt hier irgendwie Steuerschulden oder die Ex-Frau kommt und sagt, hier, ich möchte eigentlich mein Geld haben. Du hast auf jeden Fall einen sicheren Hafen, was das angeht. So eine Art Kriegskasse, sag ich jetzt mal. Falls irgendwas mit deinem Unternehmen, mit deinem privaten Vermögen passiert, hast du auf jeden Fall in Georgien im Ausland eine Möglichkeit, um ein bisschen Geld einfach zu bunkern auch, ne? Es gibt keinen Informationsaustausch bei georgischen Banken, noch nicht. Also Georgien ist eines der wenigen Länder, wo Bankkonten nicht am Informationsaustausch teilnehmen. Das heißt, es wird nicht automatisch das, was du in Georgien auf dem Bankkonto hast, automatisch an dein Heimatland übertragen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Spanien ein Bankkonto aufmachst oder in ein anderes Land, dann wird es meistens einen Informationsaustausch geben mit deinem Heimatland. Das heißt, am Ende des Jahres werden irgendwelche Daten an das Finanzamt in deinem Heimatland, ob es jetzt Deutschland, Österreich oder wo auch immer, übermittelt. Das ist in Georgien nicht so. Also da hat keiner auch Informationen darüber, wie viel Geld du dort hast. Ist aber auch nicht auf einer schwarzen Liste, also dass du jetzt irgendwie da nichts hin überweisen kannst oder rausüberweisen kannst. Also das ist Georgien
ganz normales Land, wo du das nutzen kannst. Die nehmen einfach an diesem Informationsaustausch nicht teil. Stabile Bank, Bank of Georgia, ist auch an der an irgendeiner Stock Exchange, wie ist Gott, in England oder so, gelistet. Du hast dort bei der Bank of Georgia hast du auch eine, also in Deutschland hast du ja zum Beispiel 100.000 Euro, die abgesichert sind. Das ist in Georgien nicht ganz so viel. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, das sind irgendwie so bei 30.000 Euro umgerechnet, glaube ich. Einlagesicherung. Du kannst dein Konto in verschiedenen Währungen führen. Also du musst jetzt nicht sagen, hey, ich mache das jetzt in der georgischen Landeswährung, GEL. Also da kannst du dann halt auch Euro, US-Dollar oder Pfund nehmen, was ich natürlich auch empfehlen würde, weil es einfach sichere, stabilere Währungen sind. Also wie gesagt, es gibt eine gesetzliche Einlagesicherung, ist aber nicht so hoch wie in Deutschland, muss man auch dazu sagen. Du kriegst Mastercard, Visa-Card inklusive. Das Online-Banking ist auch inklusive und die Kosten sind sehr, also relativ gering. Also ich glaube, du zahlst irgendwie 50 Cent im Monat für die Kontoführung. Das sind so die Key Facts, dass du es auf jeden Fall immer auf dem Schirm hast. Hey, warum mache ich mir nicht mal ein Konto in Georgien auf? Weil das Problem ist, es wird immer schwieriger in anderen Ländern Konten aufzumachen, wenn du dort keinen Wohnsitz hast oder so. Oder es sind sehr hohe Einstiegshürden. Hier kannst du halt wirklich ein Konto gründen, ohne irgendwie gleich 20.000 Euro darauf zu tun. Einfach als Privatperson einen zweiten Hafen sich aufbauen als Privatkonto. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Jetzt wird sich fragen, wie geht das? Kann man das irgendwie online machen? Nein, geht nicht. Du musst halt entweder vor Ort sein oder jemanden vor Ort haben, der dir dabei hilft. Ich habe da den Florian, der mir da hilft. Wenn jetzt Leute sagen, hey, ich will das machen, über ihn habe ich es auch gemacht. Und ich werde euch alles hier unten verlinken, wie viel das kostet, hält sich auch im Rahmen. Also es ist wirklich fair für das, was du quasi geboten bekommst. Und ich habe selber persönlich Bankkonten in Liechtenstein und etc. mal angeboten bekommen für mehrere Tausende von Euro, weil es schwer reinzukommen ist. Hier das Ganze kostet normalerweise 600 Euro. Mit, wenn ihr sagt, ihr kommt über mich, dann bezahlt ihr nur 490 Euro. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch beim Florian meldet, falls das für euch spannend ist. Ich persönlich habe ja auch eine Firma in Georgien, in der IT-Zone. Dazu habe ich jetzt auch nochmal ein neues Video aufgenommen. Wenn dich das interessiert, IT-Zone, warum überhaupt, versuche ich irgendwie zu verlinken auch unterhalb dieses Videos. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielleicht gefällt euch ja, wenn ich so ein bisschen auch solche Themen anspreche, die ein bisschen out of the box sind, wo jetzt nicht jeder drüber redet einfach, sondern auch Sachen, von denen du vielleicht noch nie gehört hast, weil ich habe davon auch noch nie gehört davor, Georgien, Bankkonto, bis ich in so Facebook-Gruppen drin war, wo das dann auf einmal Thema war, dass man da einfach ein sehr geschütztes Konto hat, wo niemand so schnell drauf zugreifen kann, was ich sehr, sehr wichtig finde, wenn man Business macht, dass man sich ein bisschen verifizierter aufstellt. Also, bis dann, hier aus Phuket, Thailand, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.